Herr Piston, das Turnier hat ein Ende gefunden mit einem Sieger, Benfica Lissabon, zum ersten Mal dabei, gleich mal Turniersieg eingefahren. Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf des Turniers? Es war ein großartiges Turnier. Es war sportlich gesehen ein Highlight. Wir haben hier junge Spieler gesehen, wo ich glaube, dass wir sie in 10 Jahren vielleicht in ersten Ligen in Deutschland und auch vielleicht in Lissabon und vielleicht auch in London sehen werden. Wie schwierig war es denn, die hochkarätigen Mannschaften, vor allem FC Chelsea und Benfica Lissabon, sind heute als internationale Größen dabei gewesen, für das Turnier zu gewinnen? Es war ganz schwierig, sie zu gewinnen. Klar waren die Sicherheitsvorschriften, die Ansprüche auch sehr hoch. Und es meldet sich hier nicht Hamburg und nicht München, sondern es meldet sich Mutschelbach, ein kleiner Ort mit knapp 2000 Einwohnern, den eigentlich fußballerisch außer in der Region niemand kennt. Dann muss man schon Beziehungen haben. Herr Montanas hatte diese Beziehungen auch. Über den Namensgeber natürlich André Schürrle, ist dann ein guter Name, um Spitzenmannschaften hier zu uns nach Mutschelbach zu bringen. Ihre Mannschaft hat bei diesem Turnier leider nicht ganz so gut abgeschnitten. Wurmt es Sie arg? Ja, wir haben natürlich gesehen, dass wir sehr viel für die Jugend zukünftig auch machen müssen. Wir werden versuchen, hier eine bessere Jugendarbeit wie in der Vergangenheit zu installieren. Vielleicht über ein Jugendforum, was heute überall in aller Munde ist. Wir werden uns Mühe geben, den Abstand geringer zu halten. Wenn man aber die Auswahlmannschaften sieht, die im Umkreis von 10 Kilometern gegen die zwei Spitzenmannschaften auch gespielt haben, dann stellen wir fest, dass der Unterschied in der Ecke insgesamt ja, im Vergleich dann gar nicht so groß war. Die Spiele gingen 3-1 immer für Chelsea und auch für Lissabon aus, aber die Spiele waren auf Augenhöhe. Namenspatron André Schürrle, wird er nächstes Jahr auch seine Schirmherrschaft über dieses Turnier halten? Ja, ich gehe davon aus. Es macht ihm viel Spaß. Er hat uns eine Videobotschaft auch geschickt, auch zur Weihnachtsfeier. Ist natürlich für uns eine tolle Geschichte. Wir gehen davon aus und würden uns natürlich sehr freuen und uns bemühen, dass er weiterhin unser Schirmherr sein wird. Herr Piston, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön.